Whatzokolores, Whatzokolores. Hallo, herzlich willkommen zu Dagolores für den Monat Juli. Smooth moves und heiße ja. Grooves. Ne? Ich will gar nicht wissen, wie so das schön aussah, ehrlich gesagt. Jetzt richtig gut. Können wir das noch mal sehen? Können wir da Explosionen noch machen? Können wir das bitte jetzt noch mal sehen mit CGI? Danke. Können wir auch die Alarm-Elf-Musik haben? Oh, nice. Das ist ein guter Call. Sehr, sehr guter Call. Bitte, okay. Ihr habt uns... Also jetzt können wir auch starten mit... unfassbar mit, wie, viel Kram. Wie heißt dieses unfassbar krasse Erfolgsformat? Danko Loris. Danko Shanko. Das ist ein Name, den man sich fast nicht wagt, in den Mund zu nehmen, nicht wahr? Freunde, ihr habt drei Seiten heute, denn wir haben diesen Monat angefangen, nicht nur über YouTube-Videos, sondern auch über Twitch zu streamen. Ihr habt das ja schon gesehen, Twitch-TV/Zokoloris. Jeden Mittwoch eigentlich, wenn wir mal beruflich unterwegs sind, auch mal dienstags oder freitags, je nachdem. Das kann ja mal passieren. Und ihr bombardiert uns seitdem mit Support finanziell, dass wir es gerade überhaupt nicht hinkriegen, alle Namen so wie sonst mit einer kleinen Ansage vorzulesen. Das ist eine sehr lange Liste. Wir haben drei lange Listen hier. Ich zeige sie nur kurz, weil man sonst die Namen lesen kann und die Klarnamen. Das ist so wirklich nur sehr kurz gezeigt. Ja, ist passiert. Das war selbst zu kurz für mich. Wir werden es tatsächlich so machen. Wir können heute nur eure Namen vorlesen und bedanken uns schon mal riesengroß. Weil kann ich den Betrag vorlesen? Das ist der... Nee, das machen wir ja nicht. Das machen wir nicht. Das ist gemein. Okay. Deshalb möchtest du die Leute auf PayPal oder die Leute auf Patreon vorlesen? Es ist mir vollkommen egal. Komm, mach du die Leute auf Patreon, dann mach ich die Leute auf PayPal. Damit du die mehr Namen hast. Ja, wir können das uns auch teilen gleich nochmal PayPal, weil das sind nur zwei Seiten. Dann fang du doch mal an. Das ist ja vor allem auch schwieriger für mich, weil ich neige immer gerne dazu, die Namen. Ich lese Patreon vor. So, und zwar, wir bedanken uns bei Patreon diesen Monat ganz lieb bei folgenden Personen. Zum einen natürlich bei unserem Kollegen Chris Günther, der uns die ganze Zeit schon supportet. Dann beim Jan, beim Karl, beim Michel, bei Markus, bei Beni, bei Dennis, bei Falk neu dazugekommen. Übrigens, die Grüße gehen raus. Der Fortheut ist immer noch mit dabei, der Pfälzer Erle, die Nadja. Ein Robin ist mit dabei, die Melanie, der Michael, der Marc, der Harold, der kenn ich alle. Der Andreas, Medwin, Alex, Tim, Christopher, Bambu und Akino Gritani-san. Wir bedanken uns ganz, 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 ganz doll bei euch für den Patreon-Support. Wir sind diesen Monat bei über 157 Dollar auf Patreon insgesamt rausgekommen. So viel fucking Geld! Das ist so viel fucking Geld. Und bevor du die PayPal-Leute vorliest, und trotzdem, ganz kurz... So viel fucking Geld und trotzdem müssen wir auf der Hundescheiße-Wiese... Ja, so nämlich. So. Aber was haben wir diesen Monat gemacht mit dem Geld? Das können wir mal kurz erzählen. Ja, darf ich sagen? Es gibt auch noch ein eigenes Video dazu bald, aber fang erst mal an. Das muss erst mal der Robin schneiden. Wir haben Audio-Technik. Nicht nur. Wir haben Audio-Dinge gekauft. Und eine Box, in die man Kabel reinsteckt, haben wir auch gekauft. Ja. Dann haben wir noch eine Plastikbox gekauft, in die man andere Sachen reinbauen kann. Und dann haben wir noch so ein paar Drähte gekauft, die man auch in diese Box reinmachen kann. Und auf gut Deutsch, wir haben zwei neue Mikrofone, wir haben einen Mikrofonprozessor, wir haben einen Gate und Limiter, wir haben ein Interface, was nochmal den Sound pegelt auf dem Rechner. Wir haben natürlich die ganze Kabellage mit dazu gekauft, dann haben wir eine eigene Capture-Karte uns endlich geholt, mit der man mit 60 Frames aufnehmen kann. Wir haben einen Controller-Adapter, dass wir unsere Super Nintendo-Controller auch im PC nutzen können und so weiter und so fort. Das gab es alles diesen Monat. War ein guter Betrag, den wir ausgegeben haben tatsächlich. Und damit, Robin, und geil, danke schön. Robin, ja. Findest du mich hübsch? Ja, ich finde dich hübsch. Warum? Danke. Was war das denn jetzt? Jedenfalls, vielen Dank an euch. Ohne euch wäre das nicht möglich gewesen. Und jetzt, das nächste Rusti, wir haben es so gehört, ist die Kamera. Und wir warten jetzt gerade darauf, dass, wir können das auch sagen, warum habt ihr euch nicht direkt die Kamera gekauft? Aber wir warten gerade darauf, dass unsere Traumkamera das Auslaufmodell wird. Ja, damit man weniger Geld, damit man quasi der Sparfuchs sein kann. Ne? Aber hier wird es ganz schön windig gleich. Ganz schön windig. Ich glaube, hier zieht gleich ein Unwetter auf. Dann lass uns doch schnell noch die Leute von PayPal vorlesen. Hier zieht gleich ein Dankessturm auf, meine Freunde. Da werdet ihr euch den Schlüpper aber ganz schön festhalten müssen. Nicht schlecht. Und zwar beginnen wir bei, ich fang mal hier an, Kafka 1337. Akino Kiritani, The Big Gecko, Rodos Guard, Ghost SWAT oder beziehungsweise Ghost SWAT! Ja? Wenn du in dem Tempo weitermachst, werden wir heute nicht mehr fertig. Hetje ist am Start, Herzchen. DK ist natürlich auch am Start. Hallo DK. Ja? Pikachu am Start, Dragees, ja? die guten Mentos Dragees am Stissel. Travister. TLO95, Schauden, bunte Fallsucht, Streunertomate. Diese Namen sind so perfekt. Die Glückspfennig ist am Start.
Ne? Wen haben wir da noch? Den Dacor E1337. Ne? Elara, der Hacker, der Pfälzer Erle, der Tenkoman, Let's Crash German. Ne? Wen haben wir hier? Die ganze Seite kommt erst noch. Die Liste ist ganz schön lang. Ja. Eine ganz viele, eine ganz lange Freundesliste. Eine ganz viele Liste. Dave Tron 666. Ach, guck. Ne? Der 1905. Grüße gehen raus an mein neues Lieblingsmetal-Lied, was ich dank ihm singen durfte. Der 1905 Tim, der gute. Dann Tanda ist natürlich am Start. Wen haben wir noch? Den Wild Kahal. Ne? Ja. Richtig korrekter. Sex Krom. Richtig korrekt. Du Sex Krom. Mr. Mark 16. Heißt der Sex Krom? Ja, er ist Sex Krom, ja. Aber das ist ja. Ja, ich kann es übrigens nicht lesen, wenn du deinen Daumen drauf hältst. Ja, ich will dir nur highlighten, quasi, wo ich bin gerade. Uiuiui. Ne? Dann haben wir noch Mr. Mark, den haben wir schon. Mr. Mark 16, den haben wir auch noch. Ist aber eine und dieselbe Person, nicht wahr? Kevlar. So. Ja, im E-Sport am besten nie ohne. Am besten nie ohne. Aber bei Dankolores am besten auch nie ohne Kevlar. Ja? Ja. So wie Tapit ist am Start. Otis Gain, Ian Resk, Teddy Nader 25, Lone Star 1804, Katze Aaron. Start. Oh, jetzt ist gut. DTHLRD. Ich tippe auf Deathlord. Ich call it Deathlord. Das heißt ganz klar DTHLRD. Das ist wie Run DMC. Wie Run DMC. Das stimmt nicht. Wie Run DMC ist das, ganz genau so. Sehr gut. Hey, Chaos Breed, Grüße gehen raus an dich. Der Harriet ist auch mit dabei gewesen. VD McFly, Hattrick Hero 17, Tundara, nochmal Akino Kiritani. The Fake Noob, Nenona, Nenonua. Ja, Schmurgeschmau, Ellen-Hilton-Stiftung. Die gute Ellen-Hilton-Stiftung. Guck mal, Bambi ist am Start. Du hast auch gespendet, damit wir ein Donation-Ziel erreichen. Das hatten wir schon erreicht. Da war ich doch besoffen. Ja, da warst du auch betrunken. Da war ich doch besoffen. Deluxe Fragger ist am Start, Deluxe Slip. Das ist ein cooler Name. Muss ich nur kurz lachen. Lupo ist natürlich auch mit dabei. King T-Dax ist mit dabei. M-Frank 1910. Medwin, Photoy, Dota Joker, Meru, Pinguin Pizzodanax, Odin 0013, Feyrella. Dann natürlich nochmal Akino Kiritani. Überall und nirgendwo. Genau. Und dann der Bierhumpen. Ja, Herr Dreieck, auch nicht zu vergessen. Ja. Und natürlich der auch Binks 88. Der Binks 88. Ne? Das ist ja eine illustre Truppe. Eine illustre Truppe, die gerade so auf zwei Blätter passt. Wir danken uns unfassbar für euren Support. Also diesen Monat hat es komplett unsere Erwartungen übertroffen. Wir konnten so viel Kram kaufen wie noch nie zuvor. Also es war halt der erste große Invest. Und das waren, ich kann ja kurz aus Nähkästchen klauen, ich habe gedacht, die Sachen, wir hatten so eine Liste mit Sachen, die wir uns kaufen wollen über die Zeit. Mhm. Und alles, was wir jetzt gekauft haben in diesem Monat, waren Sachen, die ich bis übernächstes Jahr geplant habe mit der Zeit. Ist kein Scheiß. Also sprich, alle Erwartungen krass übertroffen. Nicht nur übertroffen, es ist der Wahnsinn. Wir sind wahnsinnig happy beim nächsten Mal, wenn wir nicht mehr so sehr unter Erwartungen... Ja, Biene! Krasse, das ist eine Wespe, mein Freund. Alter, oh! Das ist eine tödliche Biene. Obacht geben. Ja, moderier bitte ab, dann kann ich hier weg. Geh weg. Das Wespenfiasko von Dankolores. Jedenfalls, vielen Dank. Ihr habt mehr als ihr habt, Alter, ist das dein Scheiß Ernst? Nimm sie in den Mund. Oh Gott. Beim nächsten Mal haben wir bestimmt wieder etwas mehr Zeit, um etwas mehr im Detail auf euch einzugehen und ein bisschen mehr zu machen, als nur euren Namen vorzulesen, während Robin sich gerade mit der tödlichen Todeswespe des Todes herumschlägt. Sag ich Tschüss und nochmal Danke. Bis zum nächsten Monat. Schön Battletoads gucken, schön Harvester gucken, schön den Livestream mitverfolgen und habt euch gern. Tschö. Oh, die ist immer noch an mir ran. Die ist immer noch an mir ran. Scheiß Wespe, Alter. Ransat 1, ey. Oh Gott, ist sie bei mir. Ah! Das Wespenfiasko. Was will sie denn? Weiß ich nicht. Das schneiden wir raus. Das ist rumlaufen? Ja.